Guten Tag aus Kleve. Die CDU-Dialogtour ist heute zu Gast in der Heimat von Generalsekretär Ronald Pofalla. Und bei uns sitzt Ulf Leisner von der Bundes-CDU. Er organisiert mit seinem Team die Dialogtour. Herr Leisner, wer wählt eigentlich die Orte aus? Ja, das machen wir im Team in der Bundesgeschäftsstelle gemeinsam, alle Kolleginnen und Kollegen, die damit befasst sind. Und der Generalsekretär bringt natürlich seine Ideen mit rein. Und daraus entsteht dann eine wunderbare Tour, eine spannende Tour, so wie wir es jetzt erleben. Wie lange im Vorfeld fangen Sie damit an mit den Planungen? Ja, ich glaube, wir fangen so 6 Monate vorher schon an. Wir müssen dann auch mit den Leuten vor Ort reden, mit unseren Kolleginnen und Kollegen von der CDU vor Ort reden, lassen uns inspirieren von Ideen. Also ein halbes Jahr braucht man schon vorher. Pofalla ist bei uns natürlich super bekannt und es ist seine Heimat und es ist einfach auch das, was er empfindet. Das ist zu merken, wenn er bei uns auftritt und jeder von uns freut sich, wenn er kommt. Und dass wir die Einzigen sind, zu denen er jedes Jahr jetzt gekommen ist, das finden wir natürlich super. Er nimmt regelmäßig an Kreisvorstandssitzungen teil und er versucht, Kontakte zu pflegen, auch für die Menschen, zu den Menschen vor Ort. Kirmes zum Beispiel in seiner Heimatgemeinde Weeze ist für ihn eine feste Größe in seinem Terminkalender, wenn er es irgendwie hinkriegt. Herr Pofalla, Sie tragen heute gar keinen Anzug. Ich bin zu Hause und im Wahlkreis laufe ich sogar am Wochenende, wenn ich hier unterwegs bin, mit kurzen Hosen. Und wenn ich keine offiziellen Termine habe, auch unrasiert rum, weil das meine Heimat ist und hier brauche ich diesen offiziellen Teil der Kleidung nicht. Sie bekleiden ja ein sehr prominentes Amt und sind auch viel im Fernsehen zu sehen. Hat sich die Wahrnehmung der Leute von Ihnen verändert? Nein, im Gegenteil. Immer dann, wenn ich auf die Menschen treffe, die mich ja von früher kennen, sagen sie mir, ich hätte mich nicht verändert. Und ich wäre auch nicht zufrieden, wenn ich mich verändert hätte. Und ich habe aber gute Freunde. Sollte das passieren, glaube ich, würden die mich darauf auch aufmerksam machen. Sie vertreten den Kreis Kleve. Wie steht der Kreis Kleve derzeit da im Vergleich im Bundesland Nordrhein-Westfalen, im Bundesvergleich? Wir haben die zweitgeringste Arbeitslosigkeit im Landkreis Kleve in ganz Nordrhein-Westfalen. Und noch vor 15 Jahren hatten wir in Nordrhein-Westfalen die höchste Arbeitslosigkeit, sodass wir eine sehr, sehr positive wirtschaftliche Entwicklung nehmen konnten. Das war bei sommerlichem Wetter der Besuch beim Sommerfest der CDU in Kleve. Mit der Dialogtour von Ronald Pofalla geht es weiter am Dienstag in Baden-Württemberg.